Und genau so, mit den richtigen Worten, zur richtigen Zeit, werden aus besonderen Momenten unvergessliche Erinnerungen. Also meine großen Leidenschaften seit 2018 auf jeden Fall einmal das Vatersein ist etwas, was ich absolut genieße. Ich darf für meine zwei Kinder da sein und bekomme auch irrsinnig viel zurück. Und einfach dieses Familienleben nimmt halt einen sehr hohen Stellwert ein. Wie würden die deine Kinder beschreiben? Bis jetzt habe ich ein, zweimal gehört, Papa, du bist der Beste, aber das ist jetzt. Ansonsten, meine Kinder würden sagen, der Papa ist groß. Papa ist immer da. Wie ist es dazu gekommen, dass du Redner geworden bist? Also ich durfte immer wieder einmal reden halten, vor Leute reden, das war für mich noch nie eine Herausforderung. Durfte auch schon im beruflichen Aspekt viel reden, war da Trainer und habe da auch eine Ausbildung gemacht und habe auf eine von den Hochzeiten, die ich besuchen durfte, eben auch reden dürfen und habe eigentlich immer wieder sehr viel Feedback und vor allem wirklich tolles Feedback bekommen. Und inwiefern hat dich dein bisheriges Leben schon darauf vorbereitet? Ich bin Vater von zwei tollen Kindern. Es ist einfach diese Familie, dieser Wert der Familie immer wichtiger geworden, auch dieses eigene zu erschaffen. Und es war so dieser Wunsch da, weg von Zahlen hin zum Menschen. Und was wäre dann so ein Traumfeedback, das du gerne erhalten würdest von den Menschen? Das Traumfeedback wäre, wenn Hausnummer nach ein Jahr nach der Hochzeit sich das Hochzeitspaar wieder meldet und anfragt wegen einem Willkommensfest. Ja, wie bereitest du dir dann auf deine Reden vor? Ja, das Wichtigste für meine Reden sind die Menschen, um die es geht. Das heißt, ganz wichtig ist das Kennenlernen. Wenn ich jetzt das Beispiel Trauung hernehmen darf, ganz wichtig, das Hochzeitspaar kennenzulernen, die Menschen kennenzulernen, die Geschichten zu hören und zu verstehen. Denn nur so kann man mit den Emotionen arbeiten und auch wissen, was für eine Atmosphäre man schaffen soll. Das ist das Um und Auf. Und durch dieses Kennenlernen, durch dieses Spüren entsteht dann dieses Besondere, das ist dann einfach die Rede. Ja, hast du vielleicht so einen besonderen Ort, wo du sagst, du tankst so Kraft für dich? Ja, also ich habe bei mir zu Hause, ich habe rundherum keine Nachbarn. Also der nächste Nachbar ist 500 Meter weit entfernt. Und es gibt da in der Nähe von meinem Haus ich würde es bezeichnen wie eine kleine Lichtung. Also das sind wirklich nur vier, fünf Bäume in einem Kreis rundherum. Und in der Mitte, in dieser Lichtung, in diesem Baumkreis quasi, da ist eine ganz besondere Atmosphäre und eine ganz besondere Energie. Und da kann man sehr gut Kraft schöpfen. Was machst du, wenn es dir schlecht geht, um dir wieder aufzuheitern? Wenn es mir schlecht geht, dann versuche ich im Alltag bei den Kindern nicht zu lachen. Das funktioniert nicht. Lachen ist die beste Medizin. Eine der Tugenden, die ich ganz gerne erlernen würde, ist Geduld. Das ist eine Tugend, nur ich beherrsche sie einfach nicht. Ich arbeite zwar dran, aber das tue ich jetzt, glaube ich, seit 15 Jahren.